Hey Leute, ich bin's Fritz und heute geht es endlich um mein eigenes Messer. Ich habe jetzt ein Jahr lang mit Oden Wolf daran gearbeitet und ja, jetzt werden wir in alle Details reingehen und uns das Schmuckstück mal in Ruhe angucken. Was daran jetzt genau ein Jahr gedauert hat, seht ihr ungefähr hier. Ganz viele verschiedene Iterationen, Prototypen, Tests, ja, unterschiedliche optische Varianten, Veränderungen, immer wieder Anpassungen. Denn ich dachte mir, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Wir haben gerade April 2024 und es gibt jetzt in diesem Moment eine Vorbestellaktion für die Leute, die direkt Bock drauf haben. Passend dazu noch ein bisschen Rabatt könnt ihr auch mitnehmen. Alle Links dazu gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Und für die Leute, die es vielleicht ein paar Monate später sehen, dieses Video, vielleicht ist das Ganze auch schon komplett frei auf dem Markt erhältlich, dann werde ich den Link auf jeden Fall immer wieder updaten. Das heißt, alle Infos zu dem Messer, wo es das gibt, wie es das gibt und so weiter, einfach die Videobeschreibung auschecken. Bevor wir jetzt zum Lieferumfang, zu den technischen Details und natürlich auch zum Praxistest kommen, einmal ganz, ganz wichtig, bitte zuhören. Dieses Messer ist zu 100% nach meinem persönlichen Geschmack entwickelt worden. Von der Größe, von der Form und auch natürlich von den Farben und von der Optik. Das Messer ist nicht für die breite Masse gedacht und es ist einfach wie auch bei meinen anderen Projekten und Videos die Intention, ich mache was, was mir persönlich gefällt und vielleicht gibt es auch ein paar Leute da draußen, die sagen, ey, finde ich auch ganz geil. Das heißt, wer Bock drauf hat, kann sich das Messer natürlich gönnen. Wer es kacke findet, auch völlig okay. So, kommen wir mal zu ein paar Hard Facts. Wir haben hier eine Klingenlänge von 11,5 cm. Das heißt, das Messer ist ganz entspannt und legal in Deutschland führbar. War mir persönlich einfach sehr wichtig, dass wir da keine Probleme kriegen. Wir haben eine Gesamtlänge von 23 cm. Und das Messer an sich, so wie ihr es jetzt hier seht, ohne die Scheide, bringt 220 Gramm auf die Waage. Die Klinge ist aus robustem D2-Stahl mit Stonewash-Optik und natürlich haben wir ein Fulltang-Messer. Das heißt, der Stahl geht über die komplette Länge des Messers. Der Griff ist aus rutschfestem G10-Material in der Farbe Oliv und hinten dran haben wir nochmal etwas Paracord mit einem Totenkopf, ja, so als Lanyard quasi. Und finde ich persönlich ziemlich geil und nutze ich auch gern als ja, Griffposition, um damit einfach gut hacken zu können, aber dazu später mehr im Praxistest. Kommen wir zum Griff. Eher ein bisschen untypisch und ungewöhnlich, aber mir gefällt er richtig, richtig gut. Er ist so ein bisschen zylinderförmig. Ja, ihr seht, ich habe eine normal große Hand. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Spiel. Kann ja auch gut mit dem Daumen arbeiten. Und generell vom Messer her seht ihr schon, das ist ein sehr minimalistisches, schlankes Design, würde ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Keine großen Spielränzchen mit irgendwelchen Kerbungen und fancy sonst was, sondern einfach ein schönes Basic-Messer, was aber ja, einfach designtechnisch genau meinem Geschmack entspricht. Ein Thema, welches viele Messerhersteller leider vernachlässigen, aber wir haben uns nicht lumpen lassen, ist das Thema Messerscheide und die unterschiedlichen Tragemöglichkeiten. Gehe ich gleich darauf ein, aber erstmal zur Messerscheide an sich. Wir haben hier als Grundelement Olives Kydex. Also ihr seht das Ganze so ein bisschen von der Farbe her und es ist bedruckt mit einem digitalen Camouflage. Ich weiß, super krasse Geschmackssache und es gibt bestimmt viele Leute draußen, die es gar nicht feiern, ist mir aber völlig egal, weil ich finde es einfach nur richtig, richtig sexy und ich finde, es gibt dem Messer an sich, so wie wir es jetzt hier rausbringen, auch nochmal so einen gewissen Charakter. Hinzu kommt, dass jede Scheide damit einfach komplett individuell ist, ja, weil das Camo natürlich immer unterschiedlich platziert ist, sieht einfach jedes Messer an sich ein bisschen anders aus. Hier oben gibt es noch so eine schöne entspannte Daumenrampe, das heißt, man kriegt das Messer hier einfach perfekt rein und raus, ohne sich den halben Daumen abzureißen. Ja, es fittet wirklich perfekt. Und natürlich auch ganz wichtig, das Messer sitzt komplett fest. Das heißt, ihr könnt das hier hin und her bewegen, wie ihr wollt. Ihr könnt das einfach in den Rucksack reinschmeißen. Es kann über Kopf angebracht werden. Das ist einfach super, super fest. Aber einmal ran, klick und es geht ganz easy rein und raus und es rastet schön ein. Hört mal. Bupp. Schön. Es gibt grundlegend zwei Möglichkeiten für die Halterung. Einmal ein Taglock, das gucken wir uns gleich an. Und noch diese sehr minimalistisch clean gehaltene Gürtelschlaufe. Schauen wir uns mal unterschiedliche Tragemöglichkeiten an. Also einmal zum Beispiel quer, vorne oder hinten mittels Taglock. Ja. Hier mal im Detail zu sehen, ist einfach festgemacht, im 90-Grad-Winkel angeschraubt. Und so kann man das Ganze natürlich zum Beispiel auch an einem Rucksack Schulterriemen befestigen. Andere Alternative mit einem Taglock ist das Ganze einfach hochkant anzubringen. Ihr seht da, ist die gleiche Mechanik, nur einfach im 90-Grad-Winkel angeschraubt. Und somit sitzt das Messer relativ
hoch. Kann aber natürlich auch dadurch entspannter unter einer Jacke zum Beispiel verstaut werden. Oder die andere Variante, eine Art Tiefziehholster, was ich persönlich ganz geil finde. Ja, da sitzt das Messer ja wirklich mal ungefähr 15 cm tiefer. Und dadurch kann man einfach seine Jacke entspannt außen rüber machen. So. Und kommt trotzdem immer gut ans Messer ran. Ihr seht ja nochmal die unterschiedlichen Anbringungsvarianten und das Tolle ist, ihr müsst euch nicht entscheiden, welches ihr davon haben möchtet, sondern die Tiefziehvariante ist mit dabei und auch die Techlock-Variante, die ihr umschrauben könnt. Das heißt, ihr könnt euch selbst ausprobieren, ihr könnt es auch mal eine Woche so tragen, zweimal oder so, einfach ein bisschen rumprobieren. Das ist alles Teil des Lieferumfangs. Damit ihr nochmal ein Gefühl dafür bekommt, wie schnell das auch geht, Techlock einfach aufmachen, durch den Gürtel fädeln, einklicken, unten drunter sichern und schon ist das Ganze fest dran. Zack, Messer raus, Messer rein, Jacke drüber, Jacke drunter. Und wenn ihr es jetzt zum Beispiel abmachen wollt, zwei, drei Klicks und schon ist das Ding wieder ab. Ich liebe diesen Scheiß. Ja, ihr habt da mal einen Überblick über diesen ganzen Prototypen- und Entwicklungsprozess, der ja viele, viele Monate gedauert hat, weil man natürlich auch immer wieder in Absprachen mit verschiedenen Herstellern ist, mit unterschiedlichen Materialien, ja, verschiedenen Klingen, Formen, Farben und so weiter. Ihr seht hier unterschiedliche Farben wie Stonewash, Schwarz und Blank. Wir haben dann unterschiedliche Griffe rumprobiert. Wir haben hier verschiedene Laservarianten und Gravuren ausgetestet auf vorhandenen Klingen. Unterschiedliche Paracord-Knüpfvarianten getestet. Hier ging es dann weiter mit der Perle, also diesem Totenkopf. Was könnte man nehmen? Wie könnte man ihn da veredeln? Ja, es ist viel, viel Arbeit gewesen, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr happy. Und ja, ihr habt da mal einen Einblick darüber, was hier so passiert ist die letzten Monate. Wir gehen jetzt in den Praxistest, aber vorher noch das Thema Anwendungsbereich. Ich persönlich nutze so ein klassisches Bushcraft-Outdoor-Messer immer in Kombination mit einer Klappsäge. Das ist einfach clever, damit kann man am besten und am kraftschonendsten bauen. Deswegen habe ich hier auch keine riesige Klinge, mit der ich irgendwie, keine Ahnung, einen halben Baum durchhacken muss als Achsersatz. Dafür nutze ich meine Säge und hier spalte ich und mache die Feinarbeiten. Ganz klassisch, einfach mal wie so eine Art Hering eine schöne Spitze hier abschneiden. Und es geht einfach durch wie Butter, merkt ihr jetzt schon. Also klar, das ist jetzt nicht dick und das ist frisches Holz, aber nur, dass er mal ein Gefühl dafür kriegt, ne, wie das hier durchgleitet. Ein Schnitt. Bub. Bub. Zum Thema Hacken kann ich euch mal ganz kurz zeigen, was ich mit diesem Lanyard meinte. Und zwar nutze ich öfter mal diese Griffposition, wo ich hier runterrutsche und dann mit dem kleinen Finger das nehme. Und dadurch kann ich mit dem Messer hier entspannt hacken. So, aber Schluss mit kleinen Firlefanz-Ästchen. Wir suchen uns mal ein bisschen was Stärkeres. Ihr seht da, Hartholz, trocken, da brauchen wir nicht anfangen irgendwie hier mit einem großen Messer. Das ist einfach nur Energieverschwendung. Da hat man zusätzlich eine Klappsäge dabei und genau deswegen reicht ein Messer unter 12 cm auch komplett aus. Ihr wollt nicht solche Äste anfangen hier wie so ein Irrer mit einer Kukri oder sonst was zu zerhacken oder mit einer Machete. Thema Kukri, Staffel 1 Seven vs. Wild hatte ich natürlich auch nur dabei, weil wir nur 7 Gegenstände mitnehmen durften. Ja, habe ich da freie Auswahl. Säge und Messer, beste Kombi. Aber natürlich kann man jetzt mit dem Messer wieder die feinen Details machen. Sei es irgendwie entrinden, vertiefen, anspitzen oder sonstiges. Für Fallenbau, Lagerbau und so weiter. Klassischer Anwendungsbereich, wo ich gerade den Knüppel da habe, Betoning. Ich suche mal ein paar Brocken, die wir spalten können. So, gucken wir mal. Also hier als Vergleich erstmal ein kleineres Stück, das ist jetzt so was Typisches, was man für einen Hobo-Kocher nehmen würde. Schlagen und schon ist das Ding erledigt.
wir hier wunderschön Feuerholz spalten. Ordentlicher Kracher, ihr seht's. Schlagstock. Und dann geht es los. Zack. Ein paar grobe Arbeiten haben wir gesehen. Jetzt gehen wir mal in was ganz Feines rein. Ein paar schöne kleine Löckchen, ja, die wir so lang gleiten, für ein Zundernest zum Beispiel. So, was können wir noch testen? Paracord durchtrennen, also Seil. Einfach. Ja, easy. Zwei Stränge. Vier Stränge. Acht Stränge. Oh, da habe ich geschummelt. Da habe ich geschummelt, da bin ich abgerutscht. Okay, wir machen jetzt 16 Stränge. Völliger Quatsch. Das ist ein völliger Quatschtest, sage ich euch ganz ehrlich. Kann man machen, braucht man aber nicht. So, finaler Abschlusstest. Und zwar bauen wir hier jetzt einen Haken rein. Dafür muss man ein bisschen leicht betonen, ein bisschen schräg arbeiten, Spitze, hinten, dies, das. Ist einfach eine schöne Übung, um wirklich mal so ein Messer auf Herz und Nieren zu testen. Ja, Freunde, das ist es. Mein Messer, ihr habt es gesehen in den ganzen Details und auch ein bisschen in Action. Ich habe es ja auch schon auf den letzten Touren immer mal wieder dabei gehabt, zumindest die Prototypen. Bin super, super happy, auch ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich alles Geschmackssache, machen wir uns nichts vor. Also, wer Bock drauf hat, checkt das Ganze unbedingt mal ab. Vorbestellaktion, wie gesagt, unten verlinkt. Wenn ihr ein paar Monate später guckt, vielleicht ist das Ganze auch schon auf dem Markt. Ich werde, wie gesagt, die Links auch updaten. Es gibt auch eine kleine Rabattaktion. Auch alles in der Videobeschreibung und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde aktiv sein und viele Fragen noch beantworten, wenn Sachen unklar sind. Und dann gern Daumen hoch, Kanal abonnieren. Viel Spaß mit dem Messer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.